Ich nutze jetzt mal einfach die freie Minute, wo wir hier Ruhe haben, das Büro ist leer, das ganze Team ist schon ja, im Homeoffice oder schon zu Hause, um dir einfach mal dieses Video abzudrehen. Nämlich die Frage ist, warum sollte man nicht beim Performance-Marketing bei Dienstleister sparen? Warum sollte man nicht einen günstigen Freelancer nehmen, der dann das gesamte Performance-Marketing übernimmt und dir im Endeffekt das da outsourced? Und ich möchte heute einfach mal konstruktives Feedback geben als Experte in diesem Segment, warum ich dir dringend davon abraten würde. Der allererste Punkt ist erstmal folgendermaßen. E-Commerce, Performance-Marketing ist eigentlich das wichtigste Element oder das wichtigste Motorenstück, wenn du es mal als Motor betrachtest, in deinem gesamten Geschäft. Wenn dein Performance-Marketing nicht läuft, hast du ein extremes Problem. Wenn wir jetzt noch explizit reingehen wollten, hat Facebook jetzt einen elementaren Punkt, oder das ist die Priorität Nummer 1 bei deinen Traffic-Quellen, die du verdammt nochmal meistern musst. Und da einen Freelancer mit reinzunehmen, der sehr, sehr günstig ist, finde ich schon mal, hat so einen Gegensatz. Weil auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig fürs Geschäft, auf der anderen Seite ist es sehr, sehr günstig. Also da sei auf jeden Fall schon mal vorsichtig und musst du einfach im Endeffekt mal die Wertschätzung gegeneinander stellen. Punkt, es gibt immer einen Grund, wenn Sachen billig sind. Ne? Alles hat im Endeffekt einen Haken, wenn es günstig ist und meistens ist da immer ein sehr, sehr großer Rattenschwanz dabei. Der nächste Punkt ist, Freelancer haben meistens viel zu wenig Erfahrung. Aus folgendem Grund. Sie können gar nicht so viele Kunden annehmen, weil sie im Endeffekt ein fehlendes Team haben. Jeder Tag hat nur 24 Stunden und mal Hand auf Herz, irgendwann müssen wir auch schlafen, irgendwann haben wir auch mal Hobby, Freizeitaktivitäten und Co. Und man kann gar nicht so viel Erfahrung aufbauen, wenn man allein alles macht. Das heißt, er kann nur eine gewisse Kundenanzahl betreuen und da seine Erfahrungen machen. Das Ganze hält sich aber auch in Rahmen, wenn du im Endeffekt das Ganze nur alleine machst, als One-Man-Show. Und das ist in meinen Augen nicht die Qualität, die du anstrebst, gerade wenn du das wichtigste Element in deiner Firma professionell betreuen möchtest. Ich denke mal, du bist keiner, der halbe Sachen möchte, sondern eine professionelle Lösung haben möchtest, was langfristig funktioniert. Der nächste Punkt ist, den hat meine Oma immer gesagt, Tom, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das unterstütze ich auch komplett, weil wenn du jetzt dich mal selber reflektierst, ob du günstige Tonschuhe kaufst oder auch mal was anderes günstiges gekauft hast, es hat meistens nie funktioniert oder es ist kaputt gegangen. Und genauso ist es auch im Dienstleistungsgeschäft. Und klar, es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Großteil kannst du immer sagen, wenn du ein extrem gutes Ergebnis haben möchtest langfristig, dann hat es auch einen Preis. Und wer billig kauft, kauft im Endeffekt dann wirklich zweimal. Der nächste Punkt ist ganz klar, wenn du jetzt mal dich wirklich reflektierst, Performance-Marketing, eigentlich das Benzin für deinen gesamten Motor, ohne Traffic hast du keine Sichtbarkeit, ohne Sichtbarkeit hast du fehlende Käufe, ohne Käufe hast du keinen Umsatz, ohne Umsatz kannst du im Endeffekt dir kein Gehalt auszahlen, du kannst keine Waren kaufen, nichts. Das ist ja im Endeffekt Performance-Marketing, genauso wie Benzin oder Diesel für einen Motor, der Treibstoff deiner gesamten Firma oder das Firma-1-Fahrzeug, das du überhaupt Leistung auf die Straße bringen kannst, besser auf die Straße bringen kannst. Und jetzt mal rational betrachtet, ist es nicht ein Mindset-Fehler, genau an diesen elementaren Punkt in dein Geschäft zu sparen? Performance-Marketing bedeutet doch mehr Kunden, mehr Umsatz und allgemein Wachstum für deine Firma. Und warum denn da an diesem Geschäft sparen, wenn du nicht Geld ausgibst und das doppelt und dreifach, vierfach zurückbekommst? Und dieses Mindset hier, davon bin ich überzeugt, wenn du wirklich langfristig das Ganze professionell machen wirst, dann würde ich nicht an das Sparen denken, sondern an investieren was du im Endeffekt zurückbekommst, was ist dein Return on Invest? Und das ist im Endeffekt das Allerwichtigste, was ich dir hiermit mitgeben sollte. Ich kenne viele Leute, die das gemacht haben. Was im Endeffekt auch ein großer Punkt fehlt, ist durch das fehlende Team, gerade bei günstigen Freelancern oder kleinen Dienstleistern, fehlt im Endeffekt das systematische Arbeiten, die fehlende Datenanalyse und das Allerwichtigste, die fehlenden Prozesse. Weil du kannst im Endeffekt eine große Verantwortung nur meistern, wenn du ein System hast, was planbar und konstant funktioniert. Und was du brauchst, ist ein professionellen Partner, der Erfahrung hat, der Systeme hat, der Referenzen hat und der verdammt nochmal ein Team hat, der dich in allen Segmenten unfassbar gut betreuen kann. Und dann würde ich auch gerne das Doppelte oder das Dreifache ausgeben, wenn ich weiß, ich kann mich planbar, langfristig und professionell auf ihn verlassen. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe und du würdest ja sagen, ja Tommy, da ist was dran, ich gehe da mit und ich sehe das jetzt wirklich komplett konstruktiv. Dann vielen lieben Dank für deinen Vertrauensvorschuss, weil ich würde dich sehr gerne einladen und dir einfach mal die Kehrseite vergünstigt zeigen, nämlich zeigen, hey, was kriegst du denn für einen guten Preis und was bekommst du für eine Bombenqualität? Möchte ich dir gerne mal unsere Werteversprechen in ein Kennenlerngespräch zeigen und dann kannst du dich selber überzeugen. Ich kann nur sagen, unsere Kunden sagen immer, wenn sie von günstigen Freelancern kommen, einmal White Line, immer White Line. In diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße, vielen lieben Dank für deinen Vertrauensvorschuss, dass du das Video angeguckt hast. Ich freue mich, wenn wir uns gemeinsam im Erstgespräch kennenlernen oder einer unserer Berater mit dir redet. Ganz, ganz liebe Grüße, dein Tom von der White Line. Ciao, ciao.